Margarete von Trotta ist das, was man heute im amerikanischen Kino a hyphenate nennt oder noch genauer a triple threat. Sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin und das seit rund 50 Jahren. In über 30 Filmen ist sie aufgetreten, bei fast 30 Filmen hat sie Regie geführt und zumeist auch für das Drehbuch gezeichnet. Im Laufe ihrer Karriere hat sie rund 40 Auszeichnungen eingeheimst und war noch für viele weitere Preise nominiert. Letztes Jahr wurde Margarete von Trotta mit einem europäischen Filmpreis für ihr Lebenswerk geehrt. Und wir sind geehrt, dass sie heute hier ist. Bitte begrüßen Sie Margarete von Trotta. Guten Abend, danke, dass Sie gekommen sind. Ja, eben, ich weiß, dass Sie gerne schweigen, aber nun werden Sie genötigt, eine Stunde mit uns zu sprechen. Es tut mir jetzt schon leid. Das glaube ich Ihnen nicht. Da haben Sie recht. Sie sind 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg in Berlin zur Welt gekommen. Ihre Mutter stammte zwar aus einem alten baltischen Adelsgeschlecht, aber Sie waren ein uneheliches Kind. Und Ihre Mutter, der Name meiner Mutter, ja. Genau. Und Ihre Mutter musste sich mehr schlecht als recht durchschlagen, weil Ihr Vater, ein Maler, anderweitig verheiratet war. Sie waren auch staatenlos bis zu Ihrer Heirat mit dem deutschen Verlagslektor Jürgen Möller 1964. Wie muss man sich diese Kindheit, diese Jugend vorstellen und welchen Einfluss hatte dieser familiäre Hintergrund auf Ihren Charakter, auf Ihre Ideen und Ihr Schaffen? Naja, also da müsste man andere fragen, weil mein Charakter, den kennt man ja selber nicht so genau. Ne? Was man ist, woher man kommt, das geschieht mit einem. Gerade wenn man ein kleines Kind ist, kann man sich ja nicht entscheiden. Ich möchte aber lieber da, ich möchte lieber den als Vater haben oder die als Mutter. Man hat halt die, die man hat. Ja, und ich hatte eben nur hauptsächlich eine Mutter. Und die kam, wie gesagt, aus einer adligen Familie, einer baltisch-adligen Familie, von Trotta genannt Treiden, und ist in Moskau geboren, weil mein Großvater also mit seiner Familie nach Moskau gegangen ist. Es gehörte damals noch zum Zaristischen Reich, das, was jetzt Putin wieder versucht zu erreichen, nämlich dass Riga und das Baltikum zur russischen Einflusssphäre gehört. Also damals war es so, da gehörte das zum Zaristischen Reich und meine Mutter hatte die russische Staatsangehörigkeit, ist in Moskau zur Schule gegangen, aufgewachsen, hat Moskau sehr geliebt, hat die russische Sprache geliebt und so weiter. Aber dann, nach der russischen Revolution, musste die Familie vor den Kommunisten fliehen und sind dann zurück ins Baltikum, nach Riga, was damals gerade unabhängig geworden war. Sie haben aber dadurch die Staatsangehörigkeit, die russische Staatsangehörigkeit verloren und waren plötzlich staatenlos und hatten auch keinen Pass. Also sie konnten sich nicht ausweisen. Und das hat damals ein Friedhof Nansen hieß er, der war Polarforscher, glaube ich, und Diplomat. Und der hat also wie Mitleid mit diesen ganzen adligen Russen gehabt, dass die sich nun gar nicht ausweisen konnten. Also in Frankreich kennt man das ja auch, da heißen sie sans papier, die ohne Papiere. Und das ist natürlich tödlich, wenn man keine Papiere hat, wenn man sich nicht ausweisen kann. Und damit sie sich ausweisen konnten, hat er also den Fremdenpass erfunden. Ja, also die hatten damit ein Papier, einen Pass, einen Ausweis, aber hatten immer noch keine Staatsangehörigkeit. Und dadurch ist meine Mutter staatenlos geworden und hat sich nie eindeutschen lassen. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben darüber, glaube ich, nie geredet, aber sie mochte die Deutschen nicht so schrecklich, fand sie kleinlich und sagte, die Russen sind so großzügig und Deutschen, die Reichsdeutschen nannte man die ja damals, alle, die außerhalb des Reiches lebten, für die waren die Reichsdeutschen also irgendwie nicht so. Naja, und deswegen bin ich, dadurch, dass ich unehelich geboren wurde, hatte ich ihre Nicht-Staatsangehörigkeit, war also staatenlos plus ja. Und das ist natürlich schon ein Nachteil, wenn man das weiß, dass es ein Nachteil ist. Ich habe das erst sehr spät erfahren. Ja, also für mich war das einfach eine Normalität, erstmal.
Ja, viel schlimmer war das eben nach dem Krieg und die Ruinen. Und das war viel, viel wichtiger als meine Lebenserfahrung, als dass ich vielleicht ein Outcast bin. Ja. Aber eben, Sie sind also von daher nicht in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Und das hat sich vielleicht ja, also doch für mich waren die sehr geordnet. Also mit einer Mutter, die man sehr liebt und die auch sehr liebevoll war und außerdem intelligent und sehr emanzipiert. Was kann einem besser passieren, als junges Mädchen mit so einer Mutter aufzuwachsen? Zumal also wenn der Vater dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht so angenehm gewesen. Eben, ja. Zumal in Nazi-Deutschland 1942 allerdings. Ja. Sie sind ja dann nach dem Krieg in den 50er Jahren aus dem deutschen MIF nach Paris geflohen, wie viele andere Ihrer Generationen, haben sich offenbar zuerst als Au-pair und dann als Putzfrau durchgeschlagen. Ist naja, das richtig? Ich meine, was hatte man für Möglichkeiten als junge Frau oder junger Mensch? Alle, also auch die Jutta Brückner ist nach Paris gegangen, die Ulla Stöckel, komischerweise alle die später zum Film gegangen sind, Hanna Schigulla. Und was blieb uns anders als Au-pair? Damit bekam man also eine Unterkunft, also entweder ein Zimmer oder ein Dachzimmer und was zu essen. Und musste Kinder hüten. Und bei meiner ersten Au-pair-Stelle, da war ich also 18, da kriegte ich gleich 4 Kinder. Und da war ich natürlich überfordert, total überfordert. Und bin dann nach einem Monat gegangen und habe also eine Familie gesucht, wo ich nur ein Kind hatte. Dafür hatte ich aber auch nur 2 Tage mit dem Kind zu tun und hatte nur das Zimmer, Chambre de Bonne damals, ja, und noch nichts zu essen und noch gar nichts. Und um das also aufzufüllen sozusagen, hab ich geputzt und habe Deutschunterricht gegeben. Ja, also alles, was mir irgendwie angeboten wurde. Aber das Wesentliche für Ihre Karriere war ja eigentlich dann dieser Bekanntenkreis, den Sie da dann hatten, also von Filmfans. Ja, aber dazu noch was dazu. Also ich erinnere mich, ich habe bei einer Familie geputzt, die wohnte im 16. Das ist also so das reiche Viertel. Ich weiß nicht, was Zürich vergleichbar ist. 16. Viertel ist so da, wo die ganzen Reichen wohnen. Das ist der Zürichberg bei uns. Ja, ja, okay. Und die Frau, die mochte mich und die ging dann immer neben mir her und die hatten so eine riesen Wohnung mit Parkettboden und einen kleinen Hund und der pisste immer auf dieses Parkett und ich musste dann immer mit Stahlspänen musste ich das immer sauber machen. Und sie ging immer neben mir her und hat von ihrer schlechten Ehe erzählt und hat mir all ihre Sorgen und so weiter, während ich putzte. Ja. Naja, also die hat auch nie gemerkt, dass ich vielleicht mal was zu essen, die hat mir nie was angeboten. Ja. Und ich weiß noch einmal, hatte ich also Geburtstag und ihr Sohn auch hatte auch Geburtstag. Und da hat sie mich gebeten, ob ich nicht komme und abends dann also das Geschirr mache und in der Küche stehe und das Geschirr wasche. Und die wusste, dass ich auch Geburtstag hatte. Und ich habe es aber gemacht, weil ich da natürlich was zusätzlich verdient habe. Die hat mir nichts angeboten. Da kamen immer die abgegessenen Teller aus dem großen Raum, wo die also die Party feierten. Und ich habe nichts bekommen. Ja? Ich habe aber auch noch nicht so den Mut gehabt zu sagen, hier, jetzt gebt mir auch mal was. Ja. Und das hat mir natürlich eine Lektion gegeben fürs Leben. Also ich glaube, wenn ich noch nicht keine Linke war, ich damals noch nicht, aber das hat sich eingeprägt. Ja. Ein gewisser Anti-Establishment-Reflex. Aber eben, also Sie haben da dann Leute kennengelernt, junge Leute, die Sie dann eigentlich mit dem Kino bekannt gemacht haben. Naja, wir gingen natürlich, meine Freundin war mit mir dabei und wir gingen dann, wenn wir Zeit hatten, abends in so einen Jazzkeller zum Tanzen. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, also den hatte ich schon beobachtet, der tanzte besonders gut und ich tanzte auch sehr gerne. Aber am ersten Abend hat er mich überhaupt nicht bemerkt und dachte, na Mensch, mit dem würde ich gerne mal tanzen. Und dann nächstes Mal, als wir hingingen, kam er und wir fingen also an, haben den ganzen Abend zusammen getanzt. Und das wurde dann mein Freund und der war dieser große filmbegeisterte Mensch und hatte eine Crew um sich, also Freunde, die alle die Nouvelle Vague natürlich mochten, liebten und begeistert waren davon und träumten davon, auch selber Filme zu machen. Ja.
Und die schleppten mich dann von da ab ins Kino und ich habe also alles, was damals ging, und man konnte ja also für sehr wenig Geld als Studentin oder konnte man ins Kino gehen, und damals in den Haupt-Arthouse-Kinos, so nannte man die noch nicht, und dann, später hießen die ASC, aber das waren einfach Kinos, wo man hinging, und da konnte man, wenn man in die erste Vorstellung ging, sagen wir um 2, konnte man für dasselbe Ticket drinbleiben und sich den Film dreimal anschauen, ja. Und das war natürlich eine große Lehre. Was waren da Schlüsselwerke, die Sie dort gesehen haben? Naja, also ich habe alles Mögliche, wir haben alle möglichen Filme gesehen, also Western und die ganze Nouvelle Vague und also Howard Hawks, John Ford und so weiter. Aber dann habe ich eben den Film von Bergman, Das siebte Siegel, gesehen. Und da hat es mich gepackt. Und das war also der Film, der sozusagen als Initialzündung für das, was ich dann irgendwann später einmal werden wollte. Also das war ja nur ein ganz unterdrückter Wunsch, den ich noch nicht mal laut geäußert habe. Aber da hat es sozusagen angefangen. Sie haben ja später dann noch einen Dokumentarfilm über Bergman gedreht. Sehr viel später. Ja. Ziemlich vor kurzem, aber eben, da kommen wir vielleicht noch mal drauf. Aber Sie haben ja eben dann auch mit Ihren Freunden angefangen, selber erste Filme 8mm und dann sogar 35 zu drehen und als Schauspielerin darin aufzutreten. Ist das richtig? Ja, nee. Also da war ich alles Mögliche. Den ersten, wir haben 8mm gemacht, das waren kleine Filme. Und dann aber die ganze Bunch da von meinen Freunden, die haben dann Geld gesammelt bei ihren Verwandten und Bekannten und so weiter und haben also wirklich die Summe zusammenbekommen, um 35mm Film zu machen. Und da habe ich dann ganz viele, also ich war Skript und ich hatte die Kasse unter mir und ich habe die Kostüme überwacht und also alles Mögliche, was man, wir waren alle ja Laien, ja, dass wir waren begeisterte Laien. Die einzigen Professionellen dabei war der Kameramann und sein Assistent, weil also die mussten ja professionell sein, das konnten wir nicht. Aber der Film ist ganz schön geworden, würde ich von heute aus sehen. Also wir waren jedenfalls alle sehr begeistert und dann wollten wir weiter Film machen und der nächste Film sollte dann ein Western werden und zwar in Marokko gedreht und da sollte ich die Hauptrolle spielen. Und das kam aber dann nicht mehr zustande, weil der erste Film natürlich keinen Verleiher gefunden hat und nicht ins Kino kam und also diese große Hoffnung gleich wieder vorbei war, dass die also jetzt weiter Film machen können. Ja, aber mich hat das irgendwie dann doch so bewegt, dass für mich das irgendwie weitergegangen ist. Damals wusste ich das noch nicht, konnte es noch nicht wissen, aber man sagt ja, das geht ins Herz und man bewegt es in seinem Herzen, so wie in der Bibelgeschichte. Ne? Maria bewegte es in ihrem Herzen so. So ging es mir und ja, ich wusste ja nicht, ob das irgendwann mal wahr werden kann. Aber jedenfalls war es irgendwo anwesend in mir. Sie haben dann nicht die Filmschule besucht, dazu fehlten Ihnen die Mittel, aber Sie haben angefangen, Schauspielerei. Mein Gott, wo haben Sie das alles gelesen? Ist ja wahnsinnig. Man informiert sich. Aber Sie haben ja als Schauspielerin sich ausbilden lassen und haben eigentlich ja die Schauspielerei so als Eintrittspforte verwendet. Naja, ich habe studiert in München, Germanistik und Romanistik und habe nebenbei Schauspielunterricht genommen und da kam schon nach einem halben Jahr ein Intendant aus einem Provinztheater und der wollte mich unbedingt haben. Und ich war froh, dass ich nicht weiter studieren musste, weil das hat mich gelangweilt. Ja, also ich meine, das ist einfach nicht mein Ding gewesen. Ich habe zwar alles immer brav geschrieben und bin brav in die Vorlesung gegangen, aber ich wollte selber machen. Also das war schon sehr, sehr früh mein Wunsch. Und dann bin ich zu ihm gegangen und so hat es angefangen, ja. Und Sie haben ja eben dann als Schauspielerin auch bald eigentlich den Weg in diesen neu entstehenden, neuen deutschen Film gefunden. Naja, weil ich schon, ich meine, ich war ja eigentlich schon lange bereit, was Film betraf. Ich meine, Nouvelle Vague, das ist schon 1956 entstanden, ne? Fingen die ersten an in Paris. Und hier war es ja erst ab 1965, hier sage ich jetzt, also in Deutschland,
ab 65, dass die ersten Regisseure, also Sprücker, Schlönhoff, Kluge und Schamoni, ihre ersten Filme machten. Ja? Und da habe ich natürlich gedacht, da muss ich rein, da muss ich versuchen in irgendeiner Weise. Und da ich Schauspielerin war, ging das, also als Schauspielerin habe ich mich dann da sozusagen vorgestellt, ja. Jetzt ohne noch zu sagen, dass ich eigentlich dasselbe machen wollte wie Sie, ja. Eben, also es war ja so ein bisschen eine Undercover-Operation. Sie haben als eines Ihrer ersten Engagements haben Sie mitgewirkt in Baal, einer Brecht-Verfilmung von Schöndorff, an der Seite von Rainer Werner Fassbinder. Da waren Sie natürlich schon mittendrin. Ich habe gerade draußen ein Foto unterschreiben müssen, wo Fassbinder und ich aus Baal drauf waren. Ja, ja. Und eben, also Sie haben mit Schlöndorff gedreht, mit Fassbinder, mit Herbert Achternbusch. Also was haben Sie denn von wem gelernt? Sie waren ja also da, um von denen zu lernen irgendwie. Naja, auch, klar. Ich glaube, von Fassbinder habe ich das meiste gelernt. Weil er hat also so genau gewusst, was er machen wollte. Er hat nie irgendwie Film vergeudet oder was. Er wusste genau, von da bis Barne Pfad, dann kommt eine Großaufnahme und so weiter. Ja, also deswegen war er immer so schnell fertig. Deswegen hat er auch so viele Filme machen können. Also der hat 4 Filme im Jahr gemacht, während die anderen höchstens ein oder alle 2-3 Jahre einen machten. Und immer war er, also es war wie Hase und der Igel, da, ich bin schon da. Ja, also der hat wirklich uns alle verblüfft mit seiner Schnelligkeit. Aber es kam daher, dass er einfach genau wusste, was er wollte. Und das, da musste man auch nicht lange im Schneideraum sitzen, sondern das war dann halt die Fahrt, dann kam das, das ging ganz schnell, dass man den zusammenschneiden konnte. Und er hat den Schauspielern auch große Freiheiten gelassen. Ja? Und ich glaube, das hat mich auch beeindruckt. Und Schlöndorff, naja, das war der Fassbinder hat sich das ja selber alles beigebracht. Oder natürlich, indem er Filme gesehen hat, genau wie ich. Der war auch, glaube ich, nicht auf einer Filmhochschule, sondern er hat Filme gesehen. Er hat mir mal gesagt, er hat Viva Maria 35 Mal gehabt. Ja, also dadurch lernt man natürlich das Allermeiste, indem man Filme anschaut und immer wieder anschaut. Und je mehr man denselben Film sieht, desto mehr lernt man natürlich, wie ein Film gemacht wird. Und Volker war halt schon der große Könner und ist auf die Filmhochschule in Paris gegangen, hat mit Louis Malle, mit Melville gedreht und so weiter, mit René. Also der hat wirklich so die offizielle, übliche Laufbahn, die man in Paris machen musste, um überhaupt Regisseur zu werden. Ja, das hat er gemacht. Also insofern war er also schon den anderen weit voraus. Und Achternbusch, naja, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Der hat einfach losgelegt und sein Ding gemacht, was ja dann auch sehr, sehr individuell und sehr komisch zum Teil war. Ja, aber von dem habe ich nur wirklich nichts gelernt. Man kann auch lernen, wie man es nicht macht. Nein, also ich meine, das war ja, er wollte mich in jedem Film haben. Und er hat immer mit Laien gedreht und ich war die einzige Schauspielerin. Und das störte, ich störte einfach in den Filmen, weil wenn man nicht anders kann als Laie, spielt man halt nur das, was man ist. Ja, und ich habe dann immer versucht, eine Rolle zu spielen. Und ich stank dann immer da drin ab. Ja, also die anderen wirkten ganz toll und ich, was will denn die da? Ja, was spielt die denn da? Ja, also das habe ich dann gesagt, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr weitermachen. Ja. Aber es war sehr lustig. Gerade jetzt wieder, ich bin jetzt ja gerade heute aus München gekommen am Bahnhof. Ich habe noch nie so viele verkleidete, also Dirndl und Männer, also selbst Chinesen oder Japaner kommen da mit diesen Lederhosen und mit den Wadendingern da, ja, die ich weiß nicht, wie nennt man die, wenn man so Strick um die Waden hat, ja. Also bei den Bayern sieht das ja noch irgendwie zünftig aus, aber wenn das also so Leute aus Japan oder aus dann schwarze Menschen aus Afrika, die dann also mit diesem Lederzeug da ankommen, es ist schon sehr komisch. Aber es war gute Stimmung dadurch, ja. Der ganze Bahnhof war voll solcher Leute und das war Achternbusch, der war totaler Bayer und wir haben dann auch einen Film, der hieß Bierkampf, gedreht während des Oktoberfestes und da haben wir einen ganzen Tag in einem Bierzelt drehen müssen und danach habe ich gedacht, nee, also
Achternbusch mit dir bitte nicht mehr. Und ich bin auch nie wieder auf Oktoberfest gegangen seitdem. Ja. Das hat mir so total gereicht, ja. Aber gut, ich bin auch nie im Dirndl da gewesen, muss ich sagen. Heute darf man ja gar nicht mehr hingehen ohne Dirndl. Ich glaube, das Oktoberfest hat sich leider hier schon festgesetzt. Es gibt so neophytische Ansätze, dass das auch hier gefeiert werden muss. Aber lassen wir das. Naja, für die Leute ist das ein Amüsement. Warum nicht? Ich bin nicht dagegen. Ich muss ja nicht hingehen. Gott sei Dank muss niemand. jetzt aber eben, also Sie haben ja eigentlich die Schauspielerei weitgehend aufgegeben, als Sie angefangen haben, selber Regie zu führen. Ja. Naja, weil das mein Ziel war. Mhm. Mein Ziel war, selber Filme zu machen. Und das Schauspielerei, ich habe zwar Preise und alle und wollte, ich war ja auch keine schlechte Schauspielerin, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber damit hatte ich mein Ziel erreicht und ich habe aufgehört. Ja. So sind Sie übrigens ähnlich wie Kinuyo Tanaka in Japan. Die hat ja in den 50er Jahren auch hinter die Kamera gewechselt zum allgemeinen Entsetzen und dann eigentlich auch nicht mehr gespielt. Aber es hilft einem natürlich beim Regieführen. Mhm. Also das bei der Schauspielerführung hilft einem das sehr, dass man weiß, wie sehr man auch ausgesetzt ist. Ja? Man ist ja dünnhäutig, fühlt sich ja so ausgesetzt und viele Regisseure, die nie gespielt haben, die denken einfach, du gehst dahin und machst das jetzt so. Und wirst rumgeschoben wie ein Möbelstück und es wird nicht darauf geachtet, auf deine eigene Befindlichkeit. Ja. Und das, glaube ich, hat mir schon sehr geholfen. Sie sind ja auch eben bekannt dafür, dass Sie ein eigenes Klima auf dem Set schaffen, damit die SchauspielerInnen sich wohlfühlen. Ja, naja, natürlich. Wie drehen Sie? Also drehen Sie auch, machen Sie Proben, bevor Sie drehen? Wie arbeiten Sie mit den Schauspielerinnen? Naja, also wir reden natürlich viel über das Drehbuch und die Geschichte. Wir machen Leseproben und da kann jeder Schauspieler sagen, also dieser Satz kommt mir nicht über die Lippen, den müssen wir irgendwie anders formulieren. Also da bin ich sehr offen auch für Änderungen. Und ich mache nur keine Proben. Also es gibt ja Schauspieler, die machen, bevor es losgeht, eine Woche lang nur Proben. Also das mache ich nicht. Ich fange dann gleich an zu drehen und da probt man natürlich auch die Szene erst, bevor man dreht. Und dadurch, dass ich den Schauspielern große Freiheiten lasse, ich weiß zwar, was ich wo drehe, wie Fassbinder, da mache ich eine Fahrt, da mache ich eine Großaufnahme, aber erstmal lasse ich den Schauspielern ziemlich viel Freiheit. Sie haben vorhin zwei Namen erwähnt, Sie waren aber trotzdem eine der wenigen Frauen, die damals Filme gemacht haben, also Sie haben in den 70er Jahren angefangen, selber zu inszenieren. Sie haben aber auch ganz besonders eben die Frauen als Hauptfiguren ja gewählt. Sie haben Frauengeschichten erzählt. Aber das war erzählt. Noch nicht mal so ein emanzipatorischer Akt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, jetzt mache ich Filme mit Frauen und für Frauen und ich bin eine Frau und so all diese Sachen. Das ist einfach, wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, mit einer sehr klugen und auch früh emanzipierten Frau. Also das habe ich einfach gelernt. Und mit Frauen, ich hatte immer viele Freundinnen, mit denen kannte ich mich aus. Männer habe ich ja erst, und in der Schule haben wir ja auch keine Knaben gehabt. Es waren reine Mädchenschulen. Und eigentlich erst sozusagen nach dem Abitur oder so kam man eigentlich erst mit Knaben in Berührung. Natürlich schon vorher. Und wenn man eben keinen Bruder hat und der Vater abwesend, also wo habe ich das lernen können, was ein Mann ist? Folglich war das mein Gepäck, mich mit Frauen auszukennen. Und deswegen waren die Frauen zunächst in meinen Drehbüchern halt. Und dann hat sich das auch gesteigert. Also dann wusste ich, dass ich auch für Frauen Filme mache, also für die selber nicht die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Ja? Und da fing das an, dass ich dachte, ja gut, also dann mache ich es wirklich für die Frauen und über die Frauen. Ja. Es gab aber noch so eine Art Übergang. Sie haben ja zusammen mit Volker Schlöndorff, eben also
angefangen als Co-Autorin beim plötzlichen Reichtum der armen Leute von Kornbach. Und dann kam Strohfeuer, ja, aber eben auch die verlorene Ehre der Katharina Blum, das war ja dann auch ein Schlüsselfilm letztlich. Ja. Ja. Und also da wurden sie dann auch als Co-Regie im Film mindestens genannt, aber eben bei der Propaganda war es ein bisschen schwieriger. Aber was ich gerne möchte, ist, dass Sie noch kurz erzählen, wie es zu diesem Film überhaupt gekommen ist. Weil ursprünglich wollte Schlöndorff ja ein anderes Buch von Böll verfilmen. Ja, wir wollten beide das Drehbuch schreiben, wie immer. Wir haben Drehbücher zusammengeschrieben, ja, auch bei Strohfeuer und bei Kornbach ja auch schon in etwa, also noch nicht richtig, da fing ich so an mitzuschreiben. Und hatten also schon fast auch schon etwas geschrieben und haben uns an Böll gewandt und der wollte auch gern, dass wir das machen. Also es war, Entschuldigung, das Gruppenbild mit Dame war das, ja? Gruppenbild mit Dame. Und das hat uns besonders gefallen, das war ja auch ein wunderbarer Roman. Und dann haben wir aber das Geld nicht zusammenbekommen. Ja, also der jugoslawische Regisseur Petrovic, glaube ich, der hat das gemacht mit Romy Schneider, der ist aber leider gar kein guter Film geworden. Also dem Böll hat es irgendwie leid getan, dass wir das nicht machen konnten. Und deswegen hat er uns schon die Fahnen von Katharina Blum, hat er uns schon zugeschickt oder zuschicken lassen und meinte, das wäre doch ein Stoff für uns, weil wir natürlich schon mit ihm zusammen in der Linken und gegen und so weiter, ja, also schon oft zusammen manifestiert haben. Und deswegen wusste er, dass wir wussten, worum es ging. Und hat uns das angeboten. Wir sind natürlich sofort drauf eingegangen, weil sowas war einfach so außergewöhnlich, dass er uns das noch bevor es eben als Buch erschien, ja. Ja, und dann haben wir das Drehbuch zusammengeschrieben. Und dann, eigentlich sollte ich erst die Hauptrolle spielen, wie immer, also sehr oft in Völkersfilmen. Und dann haben wir gemerkt, ich bin nicht die richtige Besetzung. Ja. Und der Böll ist dann auf die Angela Winkler gekommen, weil der hatte die in irgendeinem Bochum, glaube ich, oder so im Theater gesehen und hat gesagt, guckt euch die doch mal an. Und in der Tat war sie nun wirklich die richtige Besetzung. Und ich war natürlich, gut, ich wusste selber, dass ich nicht die richtige Besetzung bin. Und daraufhin hat der Volker mir angeboten, ja, dann machen wir die Regie zusammen. Weil natürlich wusste er, dass das mein Endziel war, ja. Und Sie haben sich dann mehr um die Schauspielerführung gekümmert und eben mehr ums Technische. Genau. Oh. Naja, wir haben das schon auch alles besprochen. Ich meine, das ist ja auch während der Drehbucharbeit redet man ja auch schon darüber. Aber ich meine, wir mussten uns ja in irgendeiner Weise aufteilen. Wir konnten nicht beide dem Kameramann Bescheid sagen und nicht beide immer mit den Schauspielern. Also insofern, da ich nur schon mal Schauspielerin war, habe ich dann eben mit Schauspielern gearbeitet, da hat der Volker dann auch zum Teil eingegriffen oder ich habe auch mal, also so war das nicht, dass das so ganz getrennt war, aber das war gut so. Man muss vielleicht für einen Teil des Publikums, der das nicht erlebt hat, noch kurz ausholen, die 70er Jahre in Deutschland, das war ja eine Zeit einerseits der politischen Anschläge durch die Rote Armee-Fraktion, die dieses Nachkriegs-Establishment, dieses verkrustete System irgendwie aufbrechen wollte. Mhm. Volker Schlöndorff und Sie waren sogenannte Sympathisanten und hatten ein gewisses Verständnis für diese Anliegen, zumindest wenn auch nicht unbedingt für die Methoden. Aber Sie wurden ja dann extrem auch von der Rechten und von der Boulevardpresse angefeindet. Ja. Können Sie dazu was sagen? Also es war ja wirklich, es ging weit. Es ging ja bis zu eigentlichen Drohungen. Wir haben uns halt auch, genau wie Böll und andere, gegen die Isolationshaft ausgesprochen. Also die Ulrike Meinhof und auch die Gudrun Enslin und andere wurden ja in eine totale Isolation im Gefängnis. Das heißt, sie waren in einer Einzelzelle um sie herum überhaupt nichts. Das ganze Tag und Nacht war Licht an. Also sie waren wirklich das war Folter. Also die RAF hat immer gesagt, das war Folter. Und in einer gewissen Weise ist es auch Folter gewesen. Ja. Und dagegen hat sich der Böll und viele andere
auch Intellektuelle und andere gewährt und wir waren halt auch dabei und dadurch sind wir auch ins Visier natürlich der Polizei geraten. Ja. Und die haben es natürlich auch abgehört, das merkte man immer, wenn man telefonierte, dann war erstmal Stille und dann kam so ein Klick und dann wusste man, aha, jetzt haben die ihren Apparat eingestellt und jetzt hören die, was wir sagen, ja. Aber das wussten wir schon. Also. Das war die BRD, das war nicht die DDR, also nicht Stasi, das war wirklich der Bund Nachrichtendienst. Nur einfach so, um das einzuordnen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es in der Schweiz war, es gab es vielleicht auch. Ja, gab es auch Abhörungen, ja, Fischenskandale und so weiter, hatten wir auch, aber nicht ganz so heftig vielleicht. Aber eben, also Sie haben ja mit diesem Thema sich dann noch weiter auseinandergesetzt. Die Bleierne Zeit war ein ganz wichtiger Film für Sie, wahrscheinlich der internationale Durchbruch, muss man sagen. Ja. Und da haben Sie ja ganz konkret sich an der Geschichte von Gudrun Enslin, also RAF-Mitglied, die als, gut, man wusste damals nicht, ist es Selbstmord oder nicht, in Stammheim umgekommen ist. Und ihre Schwester, Christiane, die eine der Mitgründerinnen der Zeitschrift Emma war und eine aktivistische Journalistin. Also Sie haben sich auch auf dieser Geschichte dann, an dieser Geschichte orientiert und diesen Film Die bleierne Zeit gedreht. Ja, ich habe die Christiane kennengelernt bei der Beerdigung dieser RAF-Leute in Stuttgart. Ja, ich habe die Gudrun habe ich nie kennengelernt. Die hat zwar mehrmals verlangt, weil ich ja schon als Linke irgendwie so einen Namen hatte. Und ich hab mal die Gudrun Enslin in einem Film von Klaus Lemke gespielt, Brandstifter. Ja, die hatte ja mal das in Kaufhaus Brand da gemacht. Mhm. Ja, und danach hat er ein Drehbuch geschrieben und ich war also Gudrun Enslin in dem Film. Und das hatte die Gudrun wohl im Gefängnis gesehen. Die durften ja Fernsehen gucken auch. Ja, und da hat sie mich gesehen und hat daraufhin ihren Anwalt beauftragt, dass er mich bittet, sie zu besuchen im Gefängnis. Ja, das habe ich allerdings nie gemacht, weil also dem wollte ich mich nicht aussetzen. Weil ich hatte genau natürlich, ich hatte den Eindruck, dass sie mich überzeugen will, dass ich weitermache, was sie, ja. Und das wollte ich nicht. Und dann also bei der Beerdigung, das war zur Zeit des Deutschen Herbstes, so nannte man das damals, und Volker Schlönhoff und Kluge, und die sind zusammen zur Beerdigung und haben das aufgenommen als in ihrem Dokumentarfilm. Und ich bin mitgefahren. Und habe also an der Beerdigung teilgenommen und dann hinterher die Enslin-Familie kennengelernt. Vater, Mutter und aber eben auch die Christiane. Und die Christiane hat sich ganz, ganz an mich gewandt und wir haben also einen Tag oder noch länger miteinander geredet und sie war wahnsinnig aufgewühlt und dadurch brauchte sie auch jemand an die sie das alles hin erzählen konnte, ja, was sie beschäftigt und aufgewühlt hat. Und ich habe das alles angehört und bin dann wieder nach Hause gefahren und eigentlich so ein halbes Jahr später erst habe ich gedacht, das wäre doch wirklich eine deutsche Geschichte und eben an zwei Frauen erzählt. Und zuerst hieß mein Film auch Die deutschen Schwestern. Und dann habe ich, also als ich mir das überlegt habe, bin ich dann noch wieder, habe ich mich mit ihr in Verbindung gesetzt und habe ihr das vorgeschlagen, gedacht, ich habe diese Idee, ob sie mir helfen würde, ob sie mir beistehen würde, das, ja. Und da war sie sofort bereit und wir haben sehr viel geredet und sehr viel, ja. Und daraufhin habe ich das Drehbuch geschrieben. Das habe ich ihr natürlich gezeigt, dass ich wollte nicht irgendwas gegen sie machen. Und sie fand das Drehbuch gut und dann habe ich ihr den Film ja zum Schluss auch gewidmet, ja. Also jetzt kommen zwei Sachen in diesem Film zusammen, die Sie immer wieder beschäftigt haben. Einerseits Schwesternbeziehungen. Und andererseits eben Frauen, die, wie Sie mal gesagt haben, in die Geschichte eingreifen wollen. Also das heißt, Gudrun Enslin, Sie haben aber auch eben Hannah Arendt, Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen, alle übrigens von Barbara Sukowa verkörpert, porträtiert. Suchen wir die nächste Frau, die sie spielen kann. Ja. Also eben, Sie sind jemand, der, also Sie wollen ja doch irgendwo auch gewisse historische Frauenfiguren wieder präsent machen. Mit all ihren Widersprüchen und Brüchen. Also Sie machen ja keine Hagiografien, sondern nein. Es geht ja immer eigentlich um sehr konkrete, plastische, realistische Figuren. Ja, wie gehen Sie vor? Auch widersprüchlich, ja. Also was, naja, was dazu muss man sagen, dass ich, also bis auf Hildegard von Bingen, das nie mein eigener Wunsch war.
einen Film über die Figuren zu machen. Also bei Rosa Luxemburg, das sollte Fassbinder machen. Ja, das war sein letztes Projekt. Der Mertesheimer, mit dem er schon auch vorher öfter geschrieben hat, hatte schon ein Drehbuch geschrieben. Und Fassbinder ist gestorben. Und daraufhin kam also der Produzent zu mir und sagte, jetzt musst du den Film machen. Und ich hatte erst 4 Filme vorher gemacht. Ich fühlte mich noch gar nicht wirklich in der Lage, das alles zu bewältigen. Ja, und sagte, nein, du musst es machen, du warst mit Fassbinder befreundet und außerdem bist du eine Frau und Rosa Luxemburg war auch eine Frau und deswegen musst du den Film machen. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich das hörte, dass das ein Vorteil war für mich, eine Frau zu sein. Ja. Also das... deswegen habe ich vielleicht auch sogar gesagt, na gut, lass mir Zeit, ich kann das Drehbuch, den haben sie mir natürlich das Drehbuch von Mertesheimer gegeben, das war so anders als das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht machen, ich muss erst eine Zeit haben, um mich mit ihr zu beschäftigen und danach kann ich sagen, ob ich den Film mache oder nicht. Und die Zeit hat er mir gegeben und ich bin dann habe mich selbst versucht, also in Ostberlin im Institut Marxismus-Leninismus anzumelden. Da waren ihre ganzen Briefe noch nicht veröffentlicht. Also es gab schon 1 oder 2 Bände, die veröffentlicht waren, aber die meisten eben noch nicht. Und da bin ich dann jeden Tag hin, also über die Friedrichstraße und dann bis zum Institut und so weiter und habe da die Briefe eingelesen. Und dann erst mit, also doch eine ziemliche Zeit, bis ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich etwas über sie sagen. Ja. Und so war es bei der Hannah Arendt auch. Das kam auch von außen. War auch nicht sagen, ich will jetzt einen Film über Hannah Arendt machen, ich fühle mich da gewachsen. Nein, ich fühle mich immer ganz klein und dann muss ich allmählich versuchen, mich diesen großen Frauen anzunähern und wenigstens sie nicht zu verraten in dem, was ich mache. Ja. Sie haben mal gesagt, dass Sie immer Angst haben. Ist das natürlich die Angst? Die Angst, ja. Also denen nicht gerecht zu werden? Wie heißt das bei Handke? Die Angst vom Elfmeter. Das Torwart vom Elfmeter, ja. Ja, nein, ich meine, ist doch klar, wenn das also Menschen sind, die besonders was geleistet haben und auch intellektuell natürlich sehr, sehr, sehr einmalig waren, dass man das Gefühl hat, denen kann man doch nicht das Wasser reichen. Ja? Und deswegen muss man es allmählich sich sozusagen annähern. Haben Sie mal gesagt, dass Ihr eigener Lieblingsfilm in Ihrem Werk Schwestern oder Die Balance des Glücks sei von 1979. Da haben Sie eben auch 2 sehr unterschiedliche Schwestern, die Sie kontrastieren. Die eine ist so die tüchtige, angepasste, die andere ist eher die künstlerisch sensible und es geht um diese Spannungen. Es geht aber auch um letztlich die fast destruktive Wirkung, die eben die eine auf die andere hat. Und da gibt es ja noch eine dritte Version der Frau, also die gespielt übrigens von der Schweizer Schauspielerin Jessica Früh, das hat mich amüsiert, die Tochter von Kurt Früh. Und da, das hat ja auch so was fast schon Dialektisches, oder? Also man hat die These und man hat die Antithese und die Synthese. Haben Sie diese Figuren, lassen Sie solche Figuren erstmal als Individuen entstehen oder haben Sie doch auch schon eine gewisse Idee eben von so einer Konstellation und dass da was durchgespielt wird. Ich hatte damals, das war mein zweiter Film erst, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich eben auch so eine Spannung in mir selber hatte. Ich war auf der einen Seite war ich tüchtig, war realistisch, war ehrgeizig, ja, und auf der anderen war ich eigentlich eine jämmerliche Figur, die dauernd ihr eigenes Leiden betrachtete und also jedenfalls seelisch sehr oft gestört war und so weiter. Also das habe ich in mir selber kaum zusammenbekommen. Das war so weit weg, die eine von der anderen, ja, dass ich also, um das zu zeigen in einem Film, 2 Personen brauchte. Ja. Und zum Schluss sagt sie ja dann, dass das Endergebnis ist, dass sie sagt, ich muss versuchen, Anna und Maria zusammen zu sein, also die beiden zusammen, die Synthese, zu fügen, genau. Ja. um eine Person zu werden. Mhm. Ja. Also fast schon Selbsttherapie dann. Genau. Also was Sie jetzt gerade gesagt haben über Ihre eben selbstquälerische fast Seite, das bringt mich jetzt zu Ihrer neuen
Protagonistin Ingeborg Bachmann. Der Film, der morgen seine Premiere am Festival feiert, ist insofern ja auch interessant, als sie eben Max Frisch und Ingeborg Bachmann porträtieren, in einer Weise, die vielleicht manche Leute überrascht. Also haben Sie die beiden gekannt? Inwiefern überrascht? Weil ja bei den Bachmannianerinnen eigentlich so ein gewisser Konsens darin bestand, dass Frisch der Bad Guy war. Er war der Mörder. Und Sie haben jetzt in dem Film ein Sprichwort, das Bachmann selbst in einem ihrer Hörspiele zitiert, dass eben nicht immer die Mörder, sondern manchmal auch die Ermordeten schuldig sein können. Und genau. So kommt es mir im Film vor, dass eben nicht ja, die ganze Sache so einseitig ist. Gott sei Dank sehen Sie das so. Gott sei Dank sehen Sie das so. So war es mich auch gemeint. Mhm. Ja. Aber andere meinen, also ich hätte ihn also malträtiert sozusagen. Ich finde das nicht. Ich finde, er ist ein sensibler Mann, der einfach ein Mann seiner Zeit war. Ich meine, der war 14 Jahre älter als Sie und glaube sogar, vielleicht sogar mehr, das habe ich jetzt nicht präsent, aber und sie war ihrer Zeit total voraus. Ich habe gerade vorgestern, weil ich bin umgezogen von Paris mit all den Kladderadatsch nach München und habe da also plötzlich noch wieder auch Notizbücher gefunden vom Beginn meiner Recherche zu Ingeborg Bachmann. Und die hat also schon sehr früh gesagt, dass sie eben nicht heiraten wollte, dass das also sozusagen Sklaventum bedeuten würde für sie. Ja? Also, und sie, also das hat sie 73, hat sie das in einem Interview gesagt. Kurz darauf ist sie gestorben, hat gesagt, die Frauen können alles, man traut ihnen das nur noch nicht zu. Aber es wird sich beweisen, dass das einmal wird es sich ändern. Und das wird kommen, dass die Frauen sichtbarer, also so das jetzt ins Unreine gesprochen haben. Das war, ja, und das hat sie 73 gesagt, ja. Da hatten noch die Frauen noch nicht das Recht, ein Konto zu eröffnen und hatten noch nicht das Recht, einen Beruf zu ergreifen, ohne die Zustimmung ihres Mannes. Also ich meine, warum hat sie nicht geheiratet? Auch eben auch aus dem Grund. Stellen Sie sich mal vor, sie hätte Frisch geheiratet und er hätte ihr verboten zu schreiben. Also ich meine, das hätte er sicher nicht gemacht, aber er hätte die Möglichkeit gehabt. Mhm. Aber eben, es ist ja eigentlich im Film dann eine recht ausgewogene ja. Beziehung. Eine, die scheitert, eine, die nicht funktionieren kann in mancher Hinsicht. Aber eben, also es ist nicht so, dass da eine klare Schuldzuweisung stattfindet. Nein, die haben einfach, jeder hat vom anderen was erwartet, was er nicht einlösen konnte. Ja. Das ist ja oft in der Ehe, dass man denkt, der andere bringt einem jetzt das, was einem fehlt. Und ja. Und die waren nun mal beide Schriftsteller, aber beide eben ganz, ganz verschieden in ihrer Annäherung an Literatur. Ja. Also der Frisch brauchte immer Wirklichkeit, brauchte Beobachtung, brauchte Leben, was er beobachten konnte und dann beschreiben. Und sie brauchte das nicht. Also sie ist von der Sprache hergegangen. Sie hat sich immer wieder mit Sprache beschäftigt. Ja. Ja, er war der Architekt. Er war, naja, genau. Ja. Ja. Aber eben, also Sie haben, Sie möchten wissen, wie Sie auf die Besetzung gekommen sind. Sie haben vorhin draußen gesagt, man hätte erst mal versucht, Frisch mit einem Schweizer zu besetzen. Ja. Das ging offenbar nicht, fand sich niemand, der sich wirklich eignete. Aber einfach bevor wir jetzt auf die eigentliche Besetzung kommen, haben Sie damals Frisch gekannt, weil Volker Schlöndorff hat sich nein, da waren Volker und ich schon lange getrennt. Okay. Und ich habe, weiß gar nicht, ich habe in Italien gelebt zu der Zeit und meine Filme in Italien gemacht. Deswegen hat sich das nicht ergeben. Also es war nicht so, dass ich nicht an seinem Leben beteiligt war und er nicht an meinem, aber es hat sich nicht ergeben, dadurch, dass ich eben so weit weg war. Und aber er kannte ihn ja nun wirklich und als er den Film gesehen hat, jetzt in Berlin, bei der Premiere, hat er gesagt, das ist total Frisch, das ist Frisch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und er ist sofort zum Ronald Zerfeld gegangen und hat ihm gesagt, du bist es, so genau so war der Frisch für mich. Das hat mich natürlich sehr beruhigt. Allerdings, ja. Also ich hätte gedacht, er ist zu schön, er ist zu attraktiv, er ist zu sympathisch, aber gut, was? Bitte. Ja. Attraktiv? Immer noch. Ja? Also Frisch, wenn man ihn sieht in seinen, den so Aufnahmen von gewesen. Damals. Na bitte, dann habe ich ihn aufgewertet, ist ja noch besser. Ästhetisch, ja, finde ich schon. Ja, wir müssen allmählich so ein bisschen abrunden, damit auch die
Ja, da müssen wir das Licht vielleicht ein bisschen runter machen, damit ich die Zuschauer sehen kann, weil das ist so... Doch, das wäre schön. Können wir ein bisschen mehr Saallicht haben, damit wir auch das Publikum einbeziehen können? Ja, wenn wir das jetzt gleich einbeziehen, wäre das schön. Oder ich muss dauernd so machen, damit ich die Menschen sehe. Und doch einige da. Vielleicht, während sich das einrichtet, noch ein, zwei Fragen. Ah, das ist gut. Das ist doch wunderbar. Einfach vielleicht noch so ein Ausblick. Wir haben in der Schweiz eigentlich ein Publikum, das mindestens im Vergleich zum Deutschen früher affiner war für das sogenannte Arthouse-Kino. Und in Deutschland, also es war so, dass gewisse Arthouse-Filme... war ja schrecklich. Eben. Ein Niemandsland, was das anbetrifft. Ja. Also nicht, gerade wenn nicht man aus die Frankreich eigene Produktion, kam. Sondern eben was von draußen reinkam. Also man hatte oft in der Schweiz gleich viel ZuschauerInnen im Kino wie in Deutschland, obwohl es ja ein bisschen mehr Deutsche gibt. Und jetzt fängt das hier aber auch ein bisschen an zu bröckeln. Also wie sehen Sie den, sagen wir mal, nicht unbedingt Arthouse-Film, aber einfach, was Sie machen, Ihre Art von etwas anspruchsvollerem Kino. Wie geht das weiter? Keine Ahnung. Müssen Sie die Produzenten fragen? Ich weiß es nicht. Da sitzt so eine Produzentin, die können wir gleich mal fragen. Schweizer Co-Produzentin von Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, Katrin Renz ist im Saal. Ja, das wäre wirklich eine Frage an dich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das macht natürlich die ganzen Filme, die man jetzt streamen kann im Fernsehen. Ja, also das vorher war Fernsehen, Fernsehen war nicht so bedeutend. Da ging man dann doch ab und zu mal ins Kino. Und jetzt hat man ja alles im klickt man sich was darunter und neuerdings sieht man ja die Filme sogar auf dem Handy. Also das ist für mich also sowas von einer Sünde und so also fast ein Verbrechen, dass man filmt, den man konzipiert für eine große Leinwand und sich große Mühe macht mit dem Kameramann, also Bilder zu finden. Und dann guckt sich das einer so an. Oder ich meine, auch wenn man im Zug sitzt, heute, ich bin ja von München gekommen, dann haben die da einen kleinen Kasten und gucken sich das, wie sollen die da verstehen, was Art ist, ja? Ist klar, sehen sie nicht. Deswegen wird das vielleicht wirklich... Eine kleine Schublade nur noch gehen. Und ob dann die Kinos mitmachen, das weiterhin zu zeigen, obwohl es gibt immer noch Kinos, die sich dafür einsetzen. Ich glaube auch, Hier soll das ja genau stattfinden, dass das, was am Festival stattfindet, gewissermaßen auch dann eben das Jahr hindurch in diesen Kinos stattfinden kann. Also hoffen wir, wir wünschen viel Glück. So, und jetzt aber eben, wer im Publikum hätte eine Frage an Margarete von Trotter? Haben schon alles gehört, ne? Haben das Gefühl, ist gar nicht mehr, ist nichts mehr. Da. Hier ist eine Frage. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier mal persönlich erlebe. Und zwar, wir haben sogar mal darüber korrespondiert, Sie haben ja sehr spezifisch Musik eingesetzt in Ihren ersten Filmen. Ich habe jetzt den Ingeborg-Bachmann-Film noch nicht gesehen, das kommt dann morgen. Wollte aber fragen, inwieweit das für Ihre Gestaltung in den Filmen bedeutend geblieben ist oder wo Sie da vielleicht auch einen Trend sehen, wo das hingeht. Für mich oder für im Film? Für Sie. Naja, also es ist ja immer die Musik, die für den Film geschrieben wird von einem Komponisten, die wirklich dann auf die Bilder und andere, die man hinzufügt, also die, und das ist auch so geblieben bei mir. Und hier in dem werden Sie sehen, da ist also einmal von Mahler das Adagio, so ein kleiner Teil, aber das kommt auch mit Hintergrund, weil sie hat Visconti gekannt und Visconti hat Henze und ihr also den Vorschlag gemacht oder ihnen gesagt, warum macht ihr nicht was über Homburg, Prinz von Homburg. Und die haben ja also die Oper geschrieben, Prinz von Homburg, sie den Text und umgeändert nach Kleist, aber den Text eben für eine Oper gestaltet und er hat die Musik dazu geschrieben. Und Visconti hat ihnen sozusagen die Idee gegeben.
Ja, also sie waren mit Visconti befreundet, deswegen, also wenn sie nach Rom zurückkommt, kommt also das Adagio in Annäherung eben an Mahler. Zusätzlich war der Lieblingskomponist von sowohl von Henze als auch von ihr war Gustav Mahler. Ja, also insofern ist das begründet. Man kann natürlich sagen, mein Gott, schon wieder dieses Adagio, das haben wir das schon so oft gehört, aber da hat es wirklich einen Hintergrund. Und dann ist ein Vorspiel aus der Norma von Bellini, also wo die Callas, sie singt noch nicht, das ist nur das Vorspiel ihrer Hauptarie. Und man weiß, dass sie, also Ingeborg Bachmann, Callas bewundert hat. Sie war einmal zu Beginn also ihrer Freundschaft mit Henze, waren sie in der Scala, wo die Callas gesungen hat, und sie war so begeistert von ihr, dass sie eigentlich ein Star werden wollte oder sein wollte wie die Callas. Ja. Und das hat man ihr dann auch zum Teil vorgeworfen, also Frisch wirft ihr das vor im Film. Sie begibt sich, wenn man die Fotos sieht, sie war auch immer ganz besonders schön gekleidet, hat sehr darauf geachtet, dass sie also wirklich ein Star war. Und das war sie ja zunächst, war sie es ja bei der Gruppe 47, wurde sie ja als Star behandelt. Da waren ja nur zwei Frauen, die überhaupt dabei waren bei diesen ganzen Männern, die Ilse Eichinger und sie. Und die Männer haben sich natürlich umschwärmt und sie beschützt und so weiter. Ja, sie war ja auch noch sehr jung. Also insofern war sie auf der einen Seite sehr selbstbewusst, was ihr Können anbetrifft, und gleichzeitig aber auch schüchtern und zurück und manchmal eben nicht so selbstsicher. Also das, was Sie vorhin ja auch angesprochen haben, dass sie auch so eine Spanne in sich selber hatte, die schwer ist darzustellen. Also Sie wollen noch weiter über Musik? Nein. Okay. Ist mir noch eine Frage, haben, sonst hätte ich noch eine. Weitere Fragen? Ja, direkt daneben, hätte man gar nicht wegnehmen müssen. Ja, schön, Sie kennenzulernen, auch persönlich. Sie haben gesagt, Sie sind von Paris nach München. Ein bisschen lauter, damit die hinter Ihnen auch verstehen. Geht das so? Ja. Okay, gut. Sie haben erwähnt, dass Sie da von Paris nach München jetzt umgezogen sind. Und ich nehme an, dass Sie einfach jetzt den deutschen Pass auch angenommen haben. Oder fühlen Sie sich immer noch staatenlos? Nein. Ich mit meiner ersten Ehe, also bin ich Deutsche geworden. Ich wollte eigentlich nie heiraten, weil meine Mutter hatte das immer so abgelehnt und gesagt, du wirst sehen, also da bist, musst du untertan sein und so weiter. Und sie wollte das nicht, aber staatenlos zu sein war wirklich sehr unangenehm damals, und man musste für jedes Land musste man also furchtbare Anträge stellen, und jemand musste für einen bürgen, dass man überhaupt reinkam und so weiter. Also ich wollte hier halt nach Paris und in Paris studieren, und jedes Mal brauchte ich da über eine Freundin, die dann jemand gefunden hat, der für mich gebürgt hat, und also es war sehr sehr unangenehm. Und zunächst habe ich einen Studenten in Freiburg, dem das Problem und gesagt, ich möchte gern heiraten und um die Staatsangehörigkeit bekommen. Und er hat mir versprochen, ja, er heiratet mich und dann trennen wir uns gleich wieder. Und dadurch, aber das habe ich dann, dem habe ich das nicht zugetraut. Der hätte sich nicht scheiden lassen. Er war so verliebt in mich, da hatte ich dann doch kein Zutrauen. Und dann, habe ich eben einen Mann kennengelernt in München, den ich dann geheiratet habe. Und Gott sei Dank also befreit war von dieser, ja. Mit dem Pass nicht mehr staatenlos? Nee, ich bin jetzt, dadurch bin ich Deutsche geworden. Ich meine jetzt psychisch. Ob ich psychisch? Ja. Naja, also ich bin... Sind Sie mehr Deutsche oder Weltbürgerin? Naja, das wollen Sie wissen. Ja, wollte ich nicht gerade. Das klingt immer so anmaßend zu sagen, ich bin Weltbürgerin oder ich bin Europäerin und keine Deutsche, aber so ist es. Also ich fühle mich eher, also eigentlich fühle ich mich als Nomadin, ich bin überall irgendwie zu Hause, ja. Aber das hilft, eine Staatsangehörigkeit zu haben. Ich meine, das sieht man jetzt an den ganzen Migranten, wie die behandelt werden. Also das ist schon wichtig. Und in Paris, diese Les Sans-Papiers, ja, das ist wirklich eine Strafe und ein schlimmes Schicksal, ja, dass man nirgends wirklich anerkannt ist. Und insofern war ich glücklich darüber, aber ich habe mich nie als totale Deutsche empfunden.
obwohl ich ja in Berlin geboren bin. Also Deutsch ist meine Sprache. Ich habe Deutsch. Das ist was ganz anderes. Hört man mich? Ich hoffe jetzt ja. Gut, ich habe mal eine Frage. Die wunderbare Senta Berger hat jetzt zum Erscheinen ihres neuen Films dem Spiegel ein Interview gegeben, wo sie auch erwähnt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber sie erzählt, dass sie schon in den 70er Jahren mit Ihnen und auch mit Volker Schlöndorff befreundet war, aber dass sie gleichzeitig den Eindruck hatte, dass sie mit ihr als Schauspielerin, auch gerade dadurch, dass sie aus Hollywood schon kam, nicht so richtig anfangen konnte. Also Volker Schlöndorff soll gesagt haben, sogar sie wäre too much. Ist das jetzt mehr der Eindruck von Senta Berger oder würden Sie das unterschreiben? Ach, das finde ich jetzt aber sehr blöd, weil ich habe gerade zu ihr, als sie die Lola bekommen hat, ja, vor 2 Jahren, da hat man mich auch aufgefordert, über sie was zu sagen. Und da habe ich gesagt, wie toll ich das fand, wie sie gerade bei dem Film, dass sie eben gegen diese beiden Männer, die glaubten, die waren halt Theaterschauspieler und sie kamen aus Hollywood und die waren also völlig hochnäsig und dachten, also sie spielen sie an die Wand, weil sie ja nur ein Hollywood-Star ist, ja, aber sie kam vom Theater. Und dann haben die sich so entblößt, weil sie alles nicht konnten und sie war immer großartig und war aber sehr souverän, also die hat ihnen nie irgendwelche Vorwürfe gemacht, aber sie hat die wirklich in die Tasche gesteckt. Und das fand ich damals fantastisch. Und weil damals waren ja Frauen und die dachten auch, naja, das ist so eine schöne Frau, die kann natürlich nicht spielen. Und dass jemand intelligent und schön sein kann, ja, das hat sie für mich damals so bewiesen und auch durchgesetzt, dass Frauen nicht nur trois belles et toi, sondern dass sie beides sein können. Ja. Also insofern fand ich, aber vielleicht hat sie das nicht so gespürt. Ich weiß noch, sie hat einmal da, ich habe da nur eine kleine Rolle im Film gespielt, in demselben Film, und war aber gleichzeitig Regieassistentin, weil ich ja schon auf dem Weg war sozusagen. Ja. Und da hat sie manchmal immer so mit den Augen geklappert. Ja. Und das ist für Schauspiel nicht so gut für Film. Man muss wirklich schauen können. Ja. Und da bin ich so hingegangen, so, wenn ich das auch immer jetzt mache, wenn ich jemand was sage, was nicht so ganz positiv ist, dann gehe ich hin und sagt das, habe ich ihr gesagt, Senta, du klapperst immer so um den Augen, versuch das doch mal ein bisschen zu reduzieren. Und sie dachte, ich wollte sie reinlegen, weil ich die kleine Rolle habe und auf sie neidisch bin, dass sie die Hauptrolle hat, was nun überhaupt nicht der Fall war. Ja. Dann war sie so ein bisschen so. Dann ist sie aber in die Muster gegangen und hat gesehen, dass ich recht gehabt habe. Und auch von da ab konnte ich ihr sagen, was ich wollte. Da hat sie mir vertraut. Ja. Also insofern, was sie da sagt, muss ich direkt mal nachlesen und ihren Vorwurf machen. Nein, wir sind ja befreundet. Vielleicht hat sie es damals wirklich so empfunden. Aber es war nicht so. Ich fürchte, die Zeit ist um. Wir müssen abschließen. Vielen, vielen Dank für Ihre Schönheit, für Ihre Intelligenz. Oh, das hört man aber gerne. Vielen Dank und viel Glück morgen Abend bei der Premiere von Ingeborg Bachmann. Ich danke Ihnen sehr. Sie waren ja sowas von Eva. Mein Gott. Besser, der wusste mehr Bescheid über mich als ich selber. Ja. Okay, danke schön. Vielen Dank. Danke.